Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Udo, mit meinem Civ 6 als Sparta. Wir haben hier ein paar Barbaren aufgescheucht und wir locken diese nach Bagdad, sollen sich doch die drum kümmern. So, wir könnten einen Missionar kaufen, das wollen wir aber nicht. Wir haben Barbaren in unserer Nähe gefunden. Und unsere Stadt Ephesus kann ein bisschen Schaden machen. Oh. Und zwar wirklich viel Schaden, sehe ich gerade. So, da haben wir gleich alles durchgeforscht. Gut, na dann. Auf sie mit Gebrüll. Wir könnten rein theoretisch Mekka sehr wohl konvertieren. Wir sollten das versuchen. So, okay. Wo ist dieser Handwerker hier, den ich gerne hätte? Da hinten waren Handwerker. Nächste Runde ist der Dings, der Händler fertig, finde ich gut. So, gehen wir nach Kandy. Was bringt Geld? Medina? Uah, fürchterlich. Was bringt den Islam? Toronto bringt urviel Kohle. Und Produktion. Oh, das wäre schon schön. Ich will aber trotzdem nach Kandy. Ich will da nämlich auch noch eine Straße haben. Ganz so viel. Bla 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 bla. Was? Okay. Ah, ja, 4 Handelswege. Mittelaltermärkte. Ausgezeichnet. Wir können jetzt einen Guru kaufen. Was auch immer ein Guru kann. Das ist irgendwas mit einem Verteidigung und Heilen von irgendwelchen Einheiten. Oh, wir haben das Versprechen gehalten, keine Städte zu konvertieren. Das heißt, wir könnten das jetzt wieder machen. Haha. Da bist du ja, Schatzi Bärli. Könntest du an Land kommen, damit ich dich einfangen kann? Ah, okay. Machen wir wieder Karthago.
So, und tschüss, Baba und Baba. Haben die da tatsächlich die Straße rund ums Verfahrenlager gebaut? Finde ich lustig. Ah, schade, da geht's nicht weiter. It's a Markt, wir brauchen einen Markt. Wir hätten ihn nach Ephesus schicken sollen, den Händler. Und von Ephesus den Weg nach Kandy nehmen sollen. Wäre klüger gewesen. Da hätte man nämlich dann den Weg da durch Argos auch gleich gemacht. Aber wer weiß, vielleicht hätte er dann noch auch den unteren Weg genommen. Was weiß ich. Abgeschlossen. Na gut, soll sein. Es ist zwar relativ gut, Petra, soweit ich mich erinnern kann. Vor allem für Mykene wäre es gut gewesen, weil das die Wüstenfelder verbessert, aber andererseits. Warte mal, der hat hier eine Stadt hergebaut. Hier? In die Eiswüste? Ist die total irre? Da geht's mal nicht weiter. Daher bauen wir die Stadt, oder? Daher. Fertig. Mahabodhi-Tempel. Okay. Okay, nein. Wir können den nicht so angreifen. Was ich schade finde. So, das muss ich jetzt auch aufrüsten. Das bleibt aber stehen. Die Galeere fährt weiter und schaut, ob wir da neue, ob sich da neue Lager gebildet haben. So, was machen wir da? Gute Frage. Ich habe nicht den blassesten eines Schimmers, was Sinn macht. Wir können eine Akropolis bauen, aber nur da auf den Hügel, der mit einem Wald ist. Da will ich vorher den Wald abholzen. Das heißt, wir lassen das da mal und bauen mal einen Waldspeicher als erstes. Und sobald wir göttliches Recht haben, werden wir unseren Schwerpunkt auf Bautrupps wieder verlegen.
hat mich aber jetzt überrascht. Wo kommst denn du her? So, wir können jetzt einen Apostel erwerben. Genau das werden wir auch machen. Zwischen mir und ihm. Sagen wir mal. Schaust dich hier. Du hältst dich hier. Und du schaust zu, dass du darüber kommst. Wobei ich nicht sicher bin. Vielleicht sollte ich tatsächlich da. Oh, na, drüben wird es jetzt auch langsam eng. Da vielleicht noch, aber. Auf meinem Kontinent, vielleicht da herüben, da gibt es Pferde. Da gibt es sogar noch. Könnten da einen Fluss spawnen? Oder daher zumindest. Ist schon mal nicht schlecht, zumindest nicht ganz schlecht. Ist nicht herbauen. Da sind wir zwar auch neben dem Fluss, aber. Nö, bauen wir daher, wo wir zuerst gesagt haben. Passt schon. So, Sparta. Was bauen wir in Sparta als nächstes? Handwerker. Nein, das machen wir nicht. Und zwar deswegen nicht, weil haben wir dann das Problem. Da haben wir dann das Problem, dass die nur drei haben. Wir wollen das noch umändern. So, wir haben alle Gebäude gebaut. Wir können aber ein Aquädukt bauen, damit mehr Leute bei uns wohnen können. Das ist vielleicht keine schlechte Sache. Ob ein Aquädukt auch plus ein Kultur im Kulturzentrum bringt? Gute Frage. Ist wurscht, wir machen es jetzt einmal. Es bringt Wasser, es bringt Leute dazu. Sich wieder anzusiedeln hier. Finde ich hübsch. Wie sie das da aufbauen. Strategie erfordert Nachdenken. Taktik erfordert Beobachten. Waitio Kali. Das ist das, was die Seen verbessert. Ich kann mich erinnern aus dem anderen Spiel. Ja, finde ich gut. Ja, finde ich sehr gut sogar. Ich glaube, der verstirbt jetzt. So, no, du machst nochmal Glauben missionieren. Aufrüsten. Noch nicht, weil das kostet 210. Bist du wahnsinnig, das ist teuer. Ah, vielleicht gibt es irgendwas, was die Beförderungen auch billiger macht. Wahrscheinlich sogar. Hätte ich mal für später aufheben können, naja. Ja, du bleibst stehen. Schaut da nämlich fast so aus, als würde der Typ dort versterben.
Interessant, dass hier noch keine Barbarencamps entstanden sind. So, wir... Massenproduktion, Schiffswerft und das Arsenal von Venedig. Steigbügel kann Ritter. Oh, vielleicht gar nicht einmal so schlecht. Dann können wir... Eine zweite Universität. Puh. So, wir haben gesagt, wir machen mehr Glauben und mehr Kultur. Machen wir das doch glatt. Achso, warte mal. Finde ich gut. Theater, in unser Tempel, da können wir noch Reliquien reinhauen. Hihihihi. Was ist da jetzt passiert? Wo kommt denn der jetzt plötzlich her? Ach so, das ist der andere. Hm. Okay, komm, so. Dann ist das so. Kümmere dich doch bitte um diese Städte von Araber. So, du machst die Afghanistan. Du könntest eigentlich dorthin gehen, wo die Stadt gegründet werden soll. Und dort dann Afghanistan machen. Scheint sie echt nicht viel weiter zu gehen. Ich meine, da kann man vielleicht noch ein bisschen was erforschen, aber sehr viel wird das nicht. So, Toronto oder Karthago? Toronto. Was machen die? Plus 2 Produktion in jedem Industriegebiet. Bezirk beim Bau von Wundern. Gebäuden und Bezirken. Okay. Wundergebäude und Bezirke, ja, passt. Damit sind wir wieder, ist Toronto wieder unser Untergebener. Ups, Entschuldigung. Zu. Fremde Weiber, die in irgendwelchen Tümpeln hocken, sind keine Basis für irgendein Regierungssystem. Oh ja. Ihr könnt doch nicht im Ernst behaupten, ihr hättet die Macht, nur weil so eine wässrige Schlampe euch ein Zepter in die Hand gedrückt hat. Okay, wir können jetzt eine Monarchie gründen. Ritterlichkeit erhöht unsere Produktion von Kavallerieeinheiten und Produktion von Wundern und noch ein Wunder. Okay, schalten wir frei. Monarchie, an und für sich ist das jetzt nicht mein Liebling, weil da haben wir drei Kampfdinger und ich will eh schon nichts, keine Kampfdinger mehr haben. Aber für defensive Gebäude kriegen wir plus 50% und plus einen Wohnraum für jede Stadtmauerstufe. Das heißt, unsere Stadtmauern werden um einiges billiger. Und 20% Bonus für Einflusspunkte. Ah, okay. Das ist gar nicht mal so schlecht. Zumindest das. So, machen wir mal. Nein. Politik ändern. Machen wir mal nur Militär. Was können wir? Wir könnten. Tatsächlich glaube ich. Vielleicht
vielleicht eine oder andere. Haben wir überhaupt Pferde? Vielleicht sollten wir das dort nicht machen. Hm. Derzeit haben wir. Defensive Gebäude, aber das Problem ist, wir können noch keine besseren defensiven Gebäude machen und wir haben praktisch überall die defensiven. Machen wir das. Ich weiß nicht, ob wir Ritter bauen können, aber Ritter sind auf jeden Fall nicht schlecht. So, dann machen wir Diplomatie. Dann machen wir plus 2 Einflusspunkte pro Runde und Gesandter. Dann das hauen wir raus. Wirtschaft. Ihr schreibt, erhält plus 1 Kultur für jeden Spezialbezirk, den sie baut. Hm. Steht mit mindestens 2 Stunden. Naja, das ist doof. Ah, das wollten wir nehmen, genau. Genau, Leibeigenschaft. Das ist ganz wichtig. Wie ist das jetzt mit dem großen Wissenschaftsschriftsteller? Wieso haben wir den noch nicht? Hey! Wir haben jetzt einen Heureka für Burgen gekriegt. So. Ihr habt eine Quest für den Stadtstaat Kandy abgeschlossen. Finde ich gut. Allerdings gerade Kandy ist jetzt nicht unbedingt der wichtigste Stadtstaat, für den wir sowas abschließen müssen. So, wir können ein Missionar bauen, wenn wir wollen. Ich überlege gerade, ob wir das wollen. Ich überlege gerade, ob wir den einfach angreifen sollen. Oder uns einfach weiter angreifen lassen. Wir lassen uns weiter angreifen einfach. Hm, überlegen wir noch. Gehen wir mal da. Ah, da drüben geht es auch weiter. Ja, fahren über offenes Gewässer wäre irgendwie von Vorteil langsam. Wir sehen das schon. Gebiete außerhalb von dort, wo wir sein wollen können. Okay, dann machen wir jetzt Mittelaltermärkte. Das bringt Handelskonföderation. Plus 1 Gold durch jeden Gesandten in Stadtstaaten. Hm, gar nicht mal so schlecht. Wenn ich bedenke, dass wir. Naja, weiß ich nicht. Schwer zum sagen. Was kann das? Plus 2 Wohnraum in allen Städten. Naja. Großartig ist es nicht. Kitschnitzer. Aber wir bauen gerade den zweiten Markt. Hm. Was soll's? Soll man ein bisschen abbauen oder nicht? Vielleicht wirklich keine schlechte Idee. Und man macht den Marder weiter mal. Siedeln haben wir auch gemacht. Na gut. So, sein Waransatz mehr wieder. Weil wenn nicht, dann können wir gleich. Naja, er hat uns wirklich angegriffen. War auf jeden Fall sinnvoller. Ja, tun wir weiter. Heil dich weiter. So, da ist eh alles unseres. Das konvertiert in 7 Runden. Das ist mir wurscht. Hm. Starten wir einen kleinen Krieg mit ihm.
Schauen wir mal, was passiert. Schauen wir mal, warum es wirklich den Krieg erklärt. Wäre vielleicht eh nicht so schlecht. Da drüben tatsächlich irgendetwas, was ich noch nicht erforscht habe, was, was tatsächlich Land sein könnte. Weil der Araber hat noch keine Schiffe zu mir rüber geschickt. Also, wer weiß, wenn da drüben genauso einer ist wie der Araber und der auch keine Schiffe baut. Militärischen Anführer haben die Fortschritte beim Aquädukt genau verfolgt. Sie sehen neue Möglichkeiten in der Militärtechnik. Was hat ein Aquädukt mit Militärtechnik zu tun, frage ich mich. Na gut, soll sein. Ja, du gehst in die Richtung weiter. Das Lager da unten lassen wir euch. Hey! Ich wollte letztens schon nachschauen, wie das mit dem Schriftsteller ist. Ob der irgendwann mal noch kommt. Aus. So, Schriftsteller, rekrutieren. Dieser Schriftsteller ist von unserer Zivilisation. Ist okay. Oh. Hey, Aufklärung, ausgezeichnet. So, Schriftsteller, geht daher. Macht das, was Schriftsteller so tun. Hey, wir haben Miguel Cervantes. Wir schreiben Don Quixote. Zweifle, wenn du magst, aber ich habe die Wahrheit gesagt, die immer über der Lüge schwimmt wie Öl auf dem Wasser. Klingt gut. Haha. Ausgezeichnet. Wir haben bereits eine Reliquie auch. So, was können wir bauen? Ah, wir haben in Sparta das Aquädukt gebaut. Finde ich gut. Rein theoretisch, wir können noch immer die große Bibliothek bauen. Wollen wir nicht, wir wollen Handwerker bauen. Wir brauchen Handwerker da oben. Müssen wir ausbauen. Bin ich letztens drauf gekommen, da gibt es zwei Fischfelder, die noch nicht bedingst sind. Und da das Marmorfeld sollten wir vielleicht irgendwann mal kaufen. So. Hey, wir können doch die Hagia Sophia bauen. Jetzt plötzlich. Wenn wir es daher bauen können. Aber das Feld hätten wir vorhin kaufen können. Vielleicht hätten wir es nicht kaufen können, wenn wir zu wenig Geld hatten. Oder nicht, was können wir noch alles bauen? Außer die Hagia Sophia, nicht viel. Oh, du bist so lahm. Ich weiß nicht, ob ich mit dir die Hagia Sophia bauen soll. Uff, das tut ja weh. Und du wächst auch nicht mehr. Hast du schon alles gebaut? Oh Gott, das ist ja schrecklich. Na gut, machen wir mal. Ist ja wurscht, was soll schon passieren. Im schlimmsten Fall sagt uns dann irgendjemand, na, tut uns leid, kann man nicht fertig bauen, hat schon wer anderer gebaut. Baut sich irgendein anderer irgendwo. Hey! Eine Ehre, euch kennenzulernen. Tauschen wir doch Informationen über Hauptstädte aus. Da ist Washington. Schaut was an. Schon weit weg. Okay, der dürfte also schon übers Meer fahren können. Finde ich gut.
Zwischen dem Steigbügel und dem Boden bat ich um Gnade. Und Gnade habe ich gefunden. Ich hätte gleich Schluss machen können. Das machen wir jetzt. Herrschaften, ich wünsche euch einen schönen Abend, Nachmittag, gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes. Das nächste Mal schauen wir uns genauer an, was der Herr Roosevelt so alles kann. Bis dann.